Im Festspielhaus in St. Pölten wurden im Rahmen einer festlichen Matinee 40 Jahre Hilfswerk Niederösterreich gefeiert. Schön, dass Sie alle gekommen sind aus allen Landesteilen, dass Sie mit uns dieses Jubiläum heute feiern. Unter den Ehrengästen unter anderem Landeshauptfrau Johanna Mickel-Leitner und die Präsidentin des Hilfswerks Niederösterreich, Michaela Hinterholzer. 40 Jahre Hilfswerk Niederösterreich, ein besonderer Geburtstag. Das ist wahrlich ein Grund zum Feiern. Was 1978 in Mödling als kleiner Wohlfahrtsverein mit dem Ziel der Nachbarschaftshilfe begonnen hat, ist heute die größte Wohlfahrtsorganisation im Land unter der Obhut von Michaela Hinterholzer. Ich bin eingestiegen beim Hilfswerk, nachdem mich die Frau Candera, die eigentlich die Gründerin des Hilfswerks in Amstetten war, angesprochen hat, ob ich da nicht mitmachen möchte. Und ich habe mir das angeschaut und damals, das war 1996, war das Hilfswerk ja noch viel kleiner als heute. Und ich habe diese Funktion dann von ihr übernommen, weil ich es sehr gut gefunden habe und heute noch finde, Familien zu unterstützen. Also es ist eine große Aufgabe, eine herausfordernde Aufgabe, weil natürlich auch der Bereich der Finanzen ein sehr fordernder ist. Aber ich bin da gerne mit dabei und man trifft da so tolle Menschen. Und wie gesagt, man kann jeden Tag überzeugt sein, dass die Arbeit sich lohnt. Die Mitarbeiterinnen von Hilfe und Pflege daheim unterstützen, pflegen und beraten ältere Menschen und ihre Angehörigen in ihrem eigenen Zuhause. So viele Leute benötigen Hilfe in Niederösterreich. Das sind derzeit etwa 90.000 Menschen in Niederösterreich. Gepflegt werden der Großteil davon zu Hause, Tendenz steigend. Das Hilfswerk ist eine ganz entscheidende Institution für das soziale Niederösterreich, denn es gibt viele Familien, die Unterstützung brauchen, die Hilfe brauchen, dass sie es leichter haben. Und da reicht die Unterstützung von der Kinderbetreuung über Hilfe in schwierigen Lebenssituationen bis hin zur Pflege. Das heißt, ein unglaublich breites Angebot, ein Blumenstrauß des Hilfswerkes, der dafür da ist, es den Familien leichter zu machen. Das ist Erich Fiedesser, der Gründer des Hilfswerks. Wenn ich glaube, dass etwas richtig ist, dann setze ich mich dafür, solange es geht, ein. Eines wünsche ich mir, dass das Hilfswerk immer Vorreiter der Dienste ist, sowohl was die Anliegen der betroffenen Menschen ist, als auch die Qualität der Dienste. Besonders aber liegt mir am Herzen, dass das Hilfswerk die Philosophie, die dahinter steckt, nämlich das gesellschaftspolitische Modell, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht die Verwaltung. Heute zähle das Hilfswerk Niederösterreich über 3.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, über 500 Tageseltern und bietet ein breites Angebot an Dienstleistungen. 94% der Beschäftigten seien Frauen. Damit sei das Hilfswerk Niederösterreich ein wichtiger Arbeitgeber für Frauen und zähle zudem zu den 15 größten Arbeitgebern im Land. Dennoch wird aus ökonomischer und sozialpolitischer Überlegung heraus die Pflege und Betreuung in Zukunft ein zentrales Thema unserer Gesellschaft werden. Das betrifft vor allem die Pflegekosten. Ich glaube, diese bevorstehende Kostensteigerung bedeutet auf der einen Seite, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass die öffentliche Hand, die letztlich viele dieser Leistungen finanzieren muss, mehr aufwenden wird müssen und dass hier ein Einsparen im Sinne von kleineren Beträgen nicht realistisch ist. Das bedeutet aber auch, dass wir effiziente und gut qualitativ hochwertige Organisationen brauchen, die die Leistungen erbringen. Und das bedeutet letztlich, dass wir uns insgesamt darauf einstellen müssen, der älteren Generation und den Bedürfnissen der älteren Generation mehr Augenmerk zu widmen. Das Hilfswerk Niederösterreich als Non-Profit-Organisation habe daher einen wichtigen Stellenwert für die Gesellschaft.